Erfindungsphase zum Trainer, zum Trainerteam. Ich glaube, es war einfach wichtig, jemanden zu finden, der für die Sache brennt, der unheimlich gerne auch Trainer ist, der es auch schon bewiesen hat, innerhalb der vierten Liga in schwierigen Fahrwasser sich zurechtzufinden. In Asbach, glaube ich, in der Anfangszeit auch mit bescheidenen Mitteln, mit jungen und spannenden Spielern zu arbeiten. Ich glaube, ich hat sich da auch einen guten Namen gemacht und ist von da und daraus dann direkt nach Lautern gegangen zu einem Verein, glaube ich, der auch noch eine enorme Wucht hat, in einer sportlich ganz schwierigen Phase und hat es geschafft, da in kürzester Zeit die richtigen Hebel zu bedienen und dann auch wieder sportlich die Kurve zu bekommen. In den Gesprächen, muss ich sagen, hat Sascha mich persönlich auch gleich abgeholt. Bei dem einen oder anderen Gespräch war ich auch nicht alleine, da waren noch Kollegen von mir dabei. Dass wir wirklich ein gutes Gefühl hatten, dass Sascha super zu uns passen wird und er einfach auch große Lust hat auf die Aufgabe von Münster. Auch ganz klar sagt, dass der Kader eine gewisse Qualität auch mit sich bringt und alles daran setzen wird, dass wir gemeinsam eben das Schiff wieder auf uns bekommen. Ja, zunächst auch von mir mal noch die besten Wünsche fürs neue Jahr, alles Gute natürlich. Ja, warum? Ich habe mich mit der Mannschaft befasst. Ich finde die Mannschaft sehr spannend. Ich glaube, dass er auch sehr viel Qualität in sich trägt. Und war von Anfang an begeistert auch von diesem Verein. Preußen-Münster hat nach außen eine sehr, sehr gute Außendarstellung, wird sehr gut wahrgenommen in ganz Deutschland und ist ein Traditionsverein. Und so eine Aufgabe macht mir natürlich dann viel Spaß. Wenn ich so eine Anfrage bekomme, dann war ich direkt dabei und habe gesagt, da habe ich Bock drauf, das will ich machen und will versuchen, dass wir das gut umreißen. Ja, jetzt natürlich das Trainerteam, Luis Carlos und wir sind ja neu, jetzt heißt es erstmal kennenlernen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, diese Mannschaft mal genau zu lesen, jede Trainingseinheit aufzusaugen, die Spieler wahrzunehmen, Gespräche führen, immer wieder nachhaken und dann in die Köpfe reinzukommen, dieser Spieler. Das wird der entscheidende Moment sein. Das ist natürlich gepaart mit sehr, sehr harter Arbeit, die auf die Mannschaft und auf uns zukommt. Wir haben einen Auftrag, der natürlich schon eine sehr große Aufgabe ist, aber auch machbar. Ich bin total davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Dass die Qualität in dieser Mannschaft da ist, um das zu schaffen. Und das will ich auch transportieren und will versuchen, das der Mannschaft dann auch zu vermitteln. Natürlich immer wieder auch im Detail zu arbeiten und an die Spieler zu appellieren. Also es waren ja jetzt tatsächlich bisher ganz unterschiedliche Clubs gewesen. Das Asbach, so dieser Dorfclub, wie er sich selber nennt. Und dann auf der anderen Seite Kaiserslautern, dieser große, über alles überragende Club da. Jetzt Preußen-Münster ist ein bisschen dazwischen. Wenn ich mir jetzt angucke, welche Clubs noch über dem Strich stehen im Moment, so viele Clubs sind nicht in Reichweite, wenn die Klasse noch gehalten werden soll. Was ist so im Moment Ihre Einschätzung? Wen muss man da noch erreichen? Wen kann man überhaupt noch erreichen? Vielleicht höre ich da mal nochmal von vorne, und zwar Groß Asbach, was Sie das gerade erwähnt haben, das war meine erste Profi-Trainerstation, da bin ich von Mainz in der Jugend hingewechselt, war natürlich ein Erlebnis und wir hatten da am Anfang wirklich sehr, sehr schöne Zeiten und eine ganz spannende Runde gespielt, ohne Schwierigkeiten im Abstieg. Dann kam natürlich Kaiserslautern, die sagen schon, das war ein mit einer enormen Wucht, mit einer enormen Präsenz und sehr viel Leidenschaft und auch sehr viel Tradition und ich bin da geboren in dieser Stadt, das hat dann nochmal einen extra Punkt gegeben. Und jetzt Preußen-Münster, für mich sind das tolle Vereine, alle drei, mit viel Aussagekraft. Die Mannschaften, die jetzt über dem Strich stehen, wer das ist, das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wer da oben noch irgendwie reinrutschen kann oder wie auch immer, das ist mir völlig egal. Es kann Mannschaften noch erwischen, letztes Jahr hat es Beispiele gegeben, da hat unser Haken 12 Spiele und wollte nicht mehr gewonnen. Da sind Mannschaften abgerutscht, die es noch gar nicht gedacht haben, dass sie vielleicht nicht mehr reinrutschen. Im Prinzip müssen wir auf die anderen gar nicht schauen. Ich will versuchen, dass wir am Schluss über diesem Strich stehen und das wollen wir erreichen.
was muss noch passieren oder welche Forderungen haben die vielleicht an den Verein? Geht es von der Schule? Muss man noch was tun? Reicht die Mannschaft so? Oder welche Pläne haben die? Das soll ja heute im Rahmen mit dem Verein gesprochen werden. Ja, das ist gut, dass wir reden, dass wir jetzt mit dem Verein, wir werden natürlich jetzt noch keinen Namen nennen oder sonst was. Wir sind in guten Gesprächen und werden das dann auch dementsprechend kommunizieren. Was genau und wie, werdet ihr alles noch erfahren. Aber es geht nicht ohne, oder? Können wir eben zur Not auch ohne klarkommen in der Zeit? Bei uns ist nicht viel Geld da, wir können nicht. Ja, zur Not ging das natürlich auch, weil ich von der Qualität des Kaders nach wie vor überzeugt bin. Ganz klar. Was gibt denen die Gewissheit, dass Qualität im Kader steckt? Wenn man auf die Tabelle guckt und wenn man viele Spiele gesehen hat, dann haben die Laienbeobachter zumindest Zweifel an der Qualität. Wenn man eine Mannschaft mit 16 Punkten nach 20 Spielen da steht, ist das natürlich klar, dass da nicht jeder von diesem Kader überzeugt ist, oder von den Spielern. Aber wenn man mal im Detail sich die einzelnen Spieler mal anschaut, haben viele schon mehr als bewiesen, was sie für die Liga können und das auch gut können. Und ich glaube, es ist einfach so, dass wenn du mal in so eine negative Spirale reinrutschst, dass der Kopf dann das Entscheidende ist. Und die Mannschaft, die Spieler haben es dann nicht mehr geschafft, glaube ich, aus dieser Spirale, in diesem Negativlauf dann sich selbst zu befreien, also dann zu sehr mit sich beschäftigt waren. Und dann nicht mehr eben ihre optimale Leistung auf den Platz geben konnten, gebracht haben. Und dementsprechend sind dann auch die Ergebnisse ausgefallen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste im Moment, diese Spieler wieder zu erreichen, um dann auch wieder auf dem Platz hier 100% abzurufen und auch wieder bereit sein, für den anderen mitzuarbeiten zu helfen. Das hört sich aber danach an, dass das so eine Starkkopf-Mentalsache ist. Haben Sie da so eine Couch mitgebracht für die Spieler oder wie wollen Sie das dann lösen, auf die Schnelle? Das ist eben genau der Auftrag, der uns obliegt, dass wir da mit vielen Gesprächen, auch mit viel Training, auch mit viel ins Detail reingehen, versuchen mit dem Spieler mal auszuhorchen und das Ganze, glaube ich, das große Ganze kann es dann bringen. Haben Sie so im Kopf schon für sich die Formation, wo Sie sagen, so, okay, das kann ich mir vorstellen, oder sind Sie noch nicht so weit? Ich habe schon, also die letzten beiden Spiele haben auch gezeigt, dass die Mannschaft lebt, ja, dass sie sich nicht aufgibt und dass sie auch bereit sind, füreinander was zu tun. Das, glaube ich, hat jeder gesehen. Dieses unglückliche Tor war natürlich, ist halt passiert, aber es ist nun mal so, wenn du da stehst, wo du stehst. Das andere, diese defensive Stabilität, ist der Schlüssel für alles. Für die kommenden Aufgaben, die da kommen. Du musst versuchen, wirklich kaum Torchancen zuzulassen und dann eben in den entscheidenden Momenten, auch mit einem guten Umschaltspiel, versuchen, nach vorne zu kommen. Inwieweit das, wenn sie sich jetzt darauf abzielt, auf eine Viererkette, Dreierkette oder was auch immer, wenn wir da schon so tief reingehen, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt noch nicht so ganz beantworten, weil da will ich auch nicht mit den Spielern, mit meinem Trainerteam und so weiter. Kurze Nachfrage. Es geht auch gar nicht so sehr um ihre taktische Grundordnung, sondern wirklich so, wenn Sie schon einzelne Spiele haben, Sie sagen so, okay, da sehe ich was oder da müssen wir dann arbeiten. Also, Sie müssen jetzt nicht alles verraten im Detail, aber so, das wird schon mal so ein Eindruck, hat so ein bisschen irgendwie, an welchen Stellen wollen Sie oder können Sie noch ansetzen? Ja, ich will jetzt über Spieler hier noch gar nicht so sehr sprechen. Ich will jetzt in die Mannschaft erstmal rankommen, ich muss die Jungs jetzt mal jeden Einzelnen kennenlernen, bevor ich jetzt hier in der Öffentlichkeit über Spieler etwas sage. Nochmal, ich glaube, ich habe über die Mannschaft gut gesprochen und glaube fest daran und kann dann auch das Spiel sprechen. Haben Sie schon mal einen Spieler aus dem aktuellen Kader im Training gehabt oder alle neue Kandidaten? Nein, also ich kenne den Jan Lümmersburg, hatte ich ja ein Jahr leider, den kennen wir alle. Und dann hatte ich den Heinz Beischen in Mainz in der Jugend noch, zwar nie selbst trainiert, aber den kenne ich dann, habe ich jeden Tag gesehen im Gelände. Ansonsten ist tatsächlich kein Spieler dabei, den ich mal hatte. So gefühlt vom Vorteil, dass Sie keinen kennen, dass Sie keine Kandidaten haben? Oder ist ich finde es richtig gut, damit gerade ein neuer Input, es wird alles auf Null gestellt jetzt in diesem Jahr, alles was war, ist eh vorbei, wir müssen nach vorne. Und jetzt so neu anfangen, dann auch mit einem neuen Trainerteam, dann tatsächlich noch mit Spielern, die das Trainerteam auch nicht hatte, bis auf 1-2, dann finde ich das richtig gut. Ihr wichtiges Thema hier in letzter Zeit, über zum Winter hin, sind die Trainings- und Spielbedingungen. Also waren Sie noch auf Platz und haben noch ein bisschen geguckt, wie Sie. Diese Bedingungen, die sind
überall gleich und es ist überall das selbe Thema. Also es ist nicht nur in München oder so, ist egal, es ist auch ein Thema, ein belastbares Thema. Natürlich sind die Plätze eher bescheiden und wir müssen uns damit anpassen und müssen dann zurechtkommen, wie alle anderen auch. Ich muss nochmal nachhaken, weil die neuen Spieler auch jetzt keine Namen gibt, aber wenn auch neue dazukommen, wäre es von Vorteil, wenn das Spieler werden, die wir schon kennen, wo die wissen, auf die kann ich mich verlassen, so wie bei so einem Lümmer drüben. Ja, eine Vorgeschichte, aber die haben immer gedacht, der war eigentlich noch bei ihm die letzte. Wenn jetzt auch wer dazukommt, dann bevorzugt werden, wo die Leute sind, die kennen die aus der Arbeit, was die würde ich gerne. Ja, durchaus kann sowas, ist sowas von Vorteil, wenn du den dann kennst und du weißt, wie er tickt und was da an ihm der menschlich ist, weil die menschliche Komponente spielt in mir gerade eine sehr große Rolle, vor allen Dingen von der Mentalität her, die du jetzt auch brauchst da draußen in diesem harten Kampf für die Liga. Und natürlich ist es da schon ein Teil, wenn du kennst, es gut ist. Ob überhaupt was machbar ist und wenn was machbar ist. 1, 2, 3, der Sprachwort von 5, ich glaube, er ist der ganze Mann. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal mit Sascha und das Team schnellstmöglich entsprechende Eindrücke auch von der Mannschaft bekommen, sodass wir, wenn wir dann spezielle Positionen einfach da auch avisiert haben, wo wir noch was machen wollen, dann sind wir grundsätzlich bereit, auch da noch eine Veränderung vorzunehmen. Das müsste allerdings ja auch Zeit haben, weil wir morgen das Training startet. Ja, das ist wenig sinnvoll in 2 Wochen noch für ihn. Ja, ich glaube, da auch da ist entscheidend, dass wir eine gute Entscheidung treffen, nicht eine schnelle Versandentscheidung, sondern das muss dann auch ein Spieler sein, der uns dann auch direkt halbwegs direkt weiterhelfen wird. Wie wichtig sind denn die 3 Punkte in Jena direkt zu stehen? Also jetzt, weil Sie vorhin über den Kopfstrafe, was man jetzt gucken muss, nach dem stabilisiert, wie wichtig wäre es jetzt, dass Sie dann diese Hürde in Jena nehmen auf den Kreis? Ich habe nicht Schlüsselspiel gemacht. Ja, das haben Sie auch gut gemacht. Das ist natürlich so, dass uns im Moment immer 3 Punkte gut von den Gagen drehen. Und natürlich ist es jetzt hier in Jena 3 Punkte zu haben. Du darfst aber auch das nicht jetzt unbedingt so hochhängen, dass alles verkrampft und wieder dann das Thema wieder hochkommt. Das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich da 3 Punkte holen. Jena steht auch mit dem Rücken zur Wand und der auch alles versuchen, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Haben Sie jetzt in den Arbeitsfreitagen schon mal den einen oder anderen Spieler möglicherweise angerufen von Münster oder noch gar nicht? Ist das heute der erste Fall? Nein, ich habe den Herrn Schauer da angerufen, weil er als Spielführer doch schon ein sehr wichtiger Spieler auch für mich ist und dann telefoniert. Aber ansonsten. Wenn du jetzt freie Hand hättest, was auf welche Position würdest du denn jetzt den Kader direkt verbessern wollen, verstärken wollen? Wenn du jetzt keine großen finanziellen Zahlen hättest. Ja, aber das ist ja wieder so eine hätte wenn und aber Frage. Jetzt eine konkrete Frage. Ich glaube, dass wir immer gesagt haben, dass das Wichtigste aktuell eben die definitive Stabilität ist. Das wird uns viel ermöglichen, gut zu stehen, gut zu arbeiten gegen den Ball. Das haben wir die letzten 2 Spiele, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das ist eine gute Tun, die wird weiterhin in dem Defensivverbund mit Personal hinzubekommen. Vorhin haben wir, glaube ich, auch jetzt in der Hinrunde gezeigt, dass wir das im Torgefäß sein können. Auch nicht die geschossenen Tore das Problem gewesen sind, sondern die Gegentore. In dem Kontext haben wir Spieler um Freigabe gebeten, Spieler den Verein verlassen? Um Freigabe hat keiner gebeten. Und auch das wird jetzt in den ersten Trainingseinheiten, in den Trainingseinheiten wichtig sein, wie auch der Trainer bisher die aktuelle Mannschaft bewertet. Sollte es aus unserer Sicht noch eine Meldung an Spieler geben, dann werden wir das natürlich entsprechend auch tun. Als der SC Preußen in dieser Saison angetreten ist, hatte der Sportchef des Clubs so die klaren Maßstäbe ausgegeben. Wir müssen gute Lösungen finden, wir müssen junge Spieler finden, wir müssen Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich mit einbeziehen. Das ist teilweise ja auch erfolgt. Es haben auch immer Leute, so 23 mittlerweile oder 19. In dieser Situation, wie sehr können Sie diesen Kurs mitgehen? Ist das im Moment gefragt? Oder ist das auch eine Geschichte, wo Sie jetzt mal sagen, dass das auch die gute Lösung ist?
ganz klar. Also da gibt es keine zwei Meinungen bei mir. Wenn Sie meinen Weg verfolgt haben, ich habe sehr viele Spieler schon zu ihrem Debüt verholfen in der dritten Liga. Ich habe da auch keine Angst vor. Es gilt das Leistungsprinzip und ich fördere sowas immer 19 Spieler, 23 Spieler mit dazuzunehmen. Einfach weil die oft ein bisschen freier sind und unbekümmerter sind und der Mannschaft auch gut tun. Hast du nicht zwingend für mögliche Neuzugänge gibt? Also bei Neuzugängen ist das wahrscheinlich doch eher die Kategorie, da brauchen wir so ein, zwei erfahrene Typen noch. Das ist die Frage meine. Wenn ein richtig guter junger Spieler auf dem Markt ist, glaube ich, wird es einen Fehler wahrnehmen und wird es die Chance, ihn zu bekommen. Es gibt immer das Leistungsprinzip. Und die Geschäfte gerade Größe, wo Sie sagen, da wird nicht so viel Spieler arbeiten, sondern die Geschäfte. Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich immer so zwischen 22, 23 Spielern plus 2 bis 3 Torhüter, dass du auch mal ein mannschaftstaktisches Spiel in 11 gegen 11 machen kannst. Das sollte schon sein und das ist so mein Wunsch. Dass da einer mehr ist oder mal einer weniger ist. Hast du schon Runde von mir? Ja. Ja, gestern angereist, war vollgepackt bis unter das Dach und ja, direkt einkaufen gewesen, wurde ganz normal gehandelt. Das hat jetzt noch ein bisschen, muss ich jetzt noch so reinarbeiten. Mhm, ja. Jetzt geht es nicht gestreckt, aber wir Vertrag erstmal bis Saisonende. Mit einer selbstverständlichen Belohnung, falls Verlängerung im Falle des Klassenerhalts. Unsicherheit hier in 5 Monaten die Zeit möglicherweise abbrechen zu müssen, das trägt man als Trainer einfach mit. Das bringt das schon mit, natürlich. Ging mir ja in Kaiserslautern oder sonst wo nicht anders. Du hast immer irgendwann das solchen Vertrag aus und dann entscheidet sich, ob es verlängert oder nicht. Und ich finde gerade das hier ist doch mehr als fair. Wenn wir das schaffen, dann drin zu bleiben, ist das dann ganz tolle Sache. Ist das diese geografische Veränderung, also wenn ich es jetzt richtig verfolge, Mainz, Groß-Asbach, Lautern? Südsudwesten, ist das jetzt auch ein interessanter Sprung, irgendwie im Westen kennenzulernen? Ja, natürlich, es gehört alles zusammen. Ich habe mich nie geweigert irgendwo, es hat sich ja damals immer so ergeben, dass der Südwesten immer gerufen hat und jetzt ist Preußen Münster, das ist doch schön. Preußen Münster für mein Herzen.